Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 3. Da oben ist noch was. Kommen wir da? Ich glaube, da komme ich aber so nicht rein, oder? Nee. Wir kommen da bestimmt irgendwie von da rein. Hoffe ich jetzt jedenfalls mal. Denn da geht es irgendwie durch. Wenn ich das nicht bis dahin wieder vergesse. Na gut. Dann gehen wir da mal rein. Und ich hoffe, ich lasse jetzt meinen Kaffee nicht wieder kalt werden. Wahrscheinlich schon. Was höre ich denn da? Ach, ja, diese kleinen Viecher. Diese Nervviecher. Die kleine Kinder. Na ihr, da ist so eine Kristallwand. Kriegen wir vielleicht eine neue Fähigkeit? Kommen die auch runter? Das sind definitiv keine Kinder. Nee. Auf keinen Fall. Und den Lurcherklumpen haben wir auch. Können wir da hoch? Ah, reicht nicht aus. Okay. Schade, schade. Na gut. Gehen wir weiter. Die sind ja echt mies, ne? Die kleinen Gremlins oder was immer das auch sind. Ich habe keine Ahnung. Hua! Ich wüsste noch nicht mal, wo die sind. Ach, diese kleinen Schweinebiester. Immer in Bewegung bleiben. Hallo. Hier geht's auch weiter. Allerdings ist da unten ja auch noch was, ne? Ja, toll. Muss ich auch noch einsammeln. Diamantspatsplitter, nicht uninteressant, unerheblich. Habe ich hier sonst auch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, ne? Komme ich jetzt hier überhaupt wieder hoch? Oh, oh. Na toll. Na toll. Aua. Jetzt habe ich mir noch den Kopf gestoßen. Mann, die sind ja schrecklich. Unter Beschuss. Ah! Die schmeißen Kristalle oder sowas. Wow, das ist aber etwas, ja. Heilungsfragmente sind gut. Das erinnert mich so ein bisschen an den Anfang von Kingdoms of Amalur. Wow! Das ist eine Falle, richtig? Das ist wie eine Stolperfalle von, naja. Kleinen, fiesen Menschen halt. Nein, von, Fallout. Nein, das ist ein Naturkundemuseum, richtig? Diese verdorbene Brut hat was gegen uns. Wie kommt das denn? Wie kann denn irgendjemand was gegen Fury haben? Mal ehrlich, sie ist doch so herzensgut und so wundervoll. Dürfte zu hoch sein, um da hoch zu kommen.
Das ist doch nicht wahr. Ich will eine Fernwaffe haben. Diamantspatzsplitterer. Das sind doch bestimmt... Das sind Sprengfallen, richtig? Ich will da nicht rein. Oh! Ihr kleinen bösartigen Biester, ey. Mann, sind die bösartig. Oh, jetzt bin ich auch noch reingesprungen. Oh, es sind eindeutig Sprengfallen, na großartig. Oh. Dornfragment. Oh, da ist noch einer. Das ist ja richtig mies, ey. Aber die Kulisse ist cool. Ich würde die auch am liebsten alle auslösen. Aber ich glaube, das tut sie. Kann man so nicht, ne? Kann ich die so auslösen? Nee. Nee. Sie löst die so nicht aus. Schade. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, dass ich nämlich nicht überall reinrenne, weil die ja überall sind, die Dinger, ne? Und gerade jetzt hier auszuweichen kann tödlich sein. Puh. So, ich glaube, dass ich jetzt hier erstmal alle habe. Jetzt sammle ich erstmal die ganzen Sachen hier ein. Vielleicht sollte ich die ganzen Dinger auch nochmal öffnen und zu Vulgrim gehen, oder? Oder wir gehen einfach erstmal weiter. Da. Auf dem Schädel ist ein Fragment oder irgendetwas. Es ist so cool. Es ist richtig, richtig gut. Ah, es geht. Sehr schön. Kommt man jetzt garantiert hören. Dann muss ich das nicht mühselig immer als Thump raussuchen. Als Thump raussuchen, ne? Als Thump raussuchen. So, kann man hier noch irgendwie... Nee, ich muss die Treppe hoch, ne? Diese Geräusche, die machen, ne? Creepy. Wanna play new toy? Die reden wie Stitch. Hallo. Hallo. Kann ich nicht so schön nachmachen. Ich bin kein Spielzeug. Seid ihr blöd oder was? Nein, kein new toy für euch. Die Vitrine. New toy, wanna play? Ich mag eure Spiele nicht. Ich mag eure Spiele einfach nicht. Ah, jetzt beschwere die blöde Falle rein. Ist das ätzend. Oh, das macht so viel Schaden. Nein. Ich bin kein neues Spielzeug. Ich bin auch kein altes Spielzeug. Ich bin niemandes Spielzeug. Willst du mich vor Runde piepeln? Oh, ich bin voll reingelaufen. Und ich habe noch gedacht, verdammt, pass auf, das Gras. Ihr kleinen Mistkäfer, ne?
Wow, wow, wow. Okay. Interessant. Jetzt können wir irgendwie... Oh, ich würde so gerne die Fallen auslösen. Aber wir haben... Ich glaube, es geht so irgendwie nicht. Oder ich mache es nicht richtig. Ich dachte, wir könnten es mit unserer Peitsche machen. Aber anscheinend nicht. Warum geht das denn nicht? Das geht einfach nicht. Sie kann das damit nicht auslösen. Okay, dann testen wir es mal an. T-Rex? Oh, hoffentlich falle ich jetzt hier nicht runter. Mittelgroßer Lurcherhaufen. Okay, jetzt ist die Frage, können wir von hier aus irgendwie... Kommen wir darüber gesprungen? Da waren wir eben. Oder über die Leuchter eventuell oben? Hat was hier auf dem T-Rex zu stehen. Das ist die Frage. Ach, jetzt bin ich ab. Oh, das war knapp. Jetzt bin ich abgeprallt. Ich glaube, sie hätte das auch so geschafft mit dem Doppelsprung. Na gut, dann nochmal. So. Ach, schon wieder! Damn it. Ah, vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Warte mal. Nein, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Moment. Kann ich da drauf springen? Kann ich, ja. Nein! Ah, das ist doch nicht wahr. Und hier über diese blöden Fallen dazwischen. Muss ich jetzt unbedingt von da, von diesen Dingern aus? Ach. Sie springt da nicht unbedingt drauf, okay. Okay, dafür ist es tatsächlich nicht gedacht. Ich denke mir mal, ich soll das von da oben aus machen. Na gut. Alles klar. Da weißt du was, dann mache ich das von hier aus mit einem Doppelsprung. So, das geht auch. Okay, der war ein bisschen zu viel wahrscheinlich, aber es ist auch nicht so schlimm. Ja, das ist schon relativ knapp. Ich spiele nicht mit euch. Oh, schon gar... Oh nein. Ist das euer Ernst? Ach, Mann. Mit Sprengfallen. Kann er da nicht rein? Ah.
Diamant spart Fragmente, okay. Gehen wir mal umgucken hier. Mann, ihr seid creepy. Das ist auch kaum zu sehen, die Fallen. Das ist echt manchmal richtig mies. Darum ist auch einer, der schmeißt Bomben nach uns. Das wird ein Hürdenlauf hier. Na komm runter. Ha? So, das war... Oh Gott. Okay. Das ist so gemein. Okay. Jetzt sind wir hier. Sagen die Fury? Fury? Ich will nicht mit euch spielen. Habe ich jetzt hier alles? Ich glaube, ne? Ich spiele nicht mit euch. Ich spiele nicht mit euch. Ja, also ich betreibe jetzt hier keinen Fanservice, ne? Wenn ich immer wieder von unten gegen ihre Brust gucke, weil... Oh nein. Oh scheiße. Oh nein. Müssen wir schon gegen die nächste... Das sieht doch irgendwie aus wie ein Bosskampf, oder? Müssen wir schon gegen die nächste Todsünde? Hat ja auch bei Zorn so hervorragend geklappt und Hochmut sieht so saugefährlich aus. Ich will nicht. Hier scheint jemand ziemlich sammelwütig zu sein. Herrin, dein Talisman. Sei vorsichtig. Es ist eine Todsünde und ich hab... Nein. Moment. Nein. Kann ich nochmal zurück zu Wulgrim? Boah, da ist so eine Falle. Ich hasse es. Nee, da muss ich nochmal eben wieder zurück, bevor wir jetzt da gegen den nächsten kämpfen. Welche Todsünde ist denn sammelwütig? Ach, hier muss ich ja auch noch wieder durch. Naja gut, das kriegen wir wohl noch hin, denke ich einfach mal. Welche Todsünde ist da? Sammelwütig. Pass auf, wir haben noch diese Klumpen, oder? Haben wir die noch? Halt, da. Ja, komm, das... 25 kleine Löcher. Naja, komm, das lohnt sich. Wir öffnen alle. Wir kriegen doch bestimmt wenigstens einen Punkt noch hin, oder? Komm. Womit kann dir dieser... Das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst. Ich kann mir nichts Lass leisten, dir Zeit, ne? Nein. Wie du willst. Gut. Oh, sorge dafür, dass sie schreien. Okay, pass auf. Physischer Schaden oder Magieschaden? Ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, Gesundheit bringt mir echt nicht viel, aber... Auf 56 auf 45. Physischer Schaden durch Grundangriffe. Ich würde fast Magie, weil inzwischen versuche ich tatsächlich mit Ausweichkontern zu arbeiten. Komm. Ich bin jetzt auch rein. Jetzt gehen wir noch, müssen wir noch mal wieder durch. Ihr habt ein Aggressionsproblem, ihr kleinen Viecher. Ja, boom. Könnt ihr die mit anderen Sachen spielen? Ich habe einen Bosskampf vor mir. Und ihr traktiert mich hier. So, okay. Wir haben es. Gut, ich habe meine Chaosgestalt. Ich habe
Überhaupt Chaosangriff könnte ich sogar jetzt starten. Eine Erholung der Nephilim und der Rest. Ich werde... Oh Gott, ich... Oh, ja, ich werde nicht unvorsichtig werden, hoffentlich jetzt. Denn jetzt müssen wir nochmal wieder hier durch. So, einmal hier durch, hier durch. Jetzt muss ich auch nochmal wieder nach oben. Na, kriegen wir hin. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Gut, jetzt aufpassen, bitte. Da springe ich lieber so rüber. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh Gott. Oh je, Mini. Vor allem den Weg haben wir dann jetzt vielleicht ein paar Mal vor uns, wenn ich sterbe. Oh. Entschuldigung. Kriege ich schon gleich eine Cutscene? Ach, hier ist auch noch was. Ich hätte nicht so ungeduldig, aber ich hatte Angst, dass wir dann gleich eine Cutscene bekommen, wenn ich nach unten gehe. Oh, das ist ja doof. Sitzt da hinten irgendwas? Oder ist das ein Felsen? Ist das ein... Was ist das? Warum sind da Löcher im Boden? Ja, es sind noch mehr. Verdammt, ich hätte warten sollen. Dann hätte ich mir vielleicht nochmal eine Gesundheit kaufen können. Wo seid ihr schon wieder? Ich höre euch doch hier. Das ist da die Halle, wo wir gerade waren, ne? Okay. Schon gesagt, dass ich nicht unbedingt da jetzt rein möchte, wo ich eigentlich hin soll. Ah. Ja, hallo, Wulgrim. Sei gegrüßt. Jetzt kommen wir dahin. Ist natürlich dann noch umso mehr ärgerlicher, weil ich mir vielleicht noch ein bisschen Heilung hätte kaufen können. Aber gut. Heilungsfragment. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Nüscht im Moment. Und hier können wir auch nicht... Oh, Abkürzung. Schick. Ups. Hi. Na komm her. Ich weiß, wo wir sind. Oh, wir haben... Oh, das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig, richtig gut. Wir sind jetzt wieder in der Nähe von... ist das Trägheit? Ich glaube, Trägheit ist das. Alles klar. Und wir können eben nochmal die restlichen Klumpen. Lohnt sich das? Also ich würde vielleicht auch mal ganz gerne eine Heilung mitnehmen, oder? Wobei, die sind echt teuer. Wir haben zwei kleine Heilungsfragmente und fünf normale Heilungsfragmente. Ich sollte aber auch nicht arrogant sein, ne? Aber die sind so teuer, die kleinen Heilungsfragmente. Ne?
400. Ein Heilungsfrei. Nee, 635 kostet das jetzt nicht sogar schon mehr. Ich glaube, ich kriege überhaupt nichts dafür. Kann das sein? Womit geplast dir Zeit? Ach, 500. Da komm. Wie du willst. Ja, ja, du. Oh, sorge dafür, dass sie schreien. Alter Geier, Alter. Ey. Mann, Mann, Mann. Das heißt, wir können jetzt auf den gleichen Weg wieder zurück, ne? Das ist schön. Das ist richtig schön. Aber das mit der Abkürzung, das finde ich ja jetzt richtig gut, ne? Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Und in der Zeit kann ich mal eben meinen Kaffee raustrinken, bevor der richtig kalt ist. Moment. Okay, aber was ist hier noch? Also durch die Löcher sollte ich nicht fallen, weil ich dann wieder in diese andere Halle zurückfallen würde. Und das möchte ich nicht so wirklich. Ach, guck mal, da sind die, die uns bombardiert haben. Hi, erinnert ihr euch noch an mich?